voll ins Face, habt ihr das gesehen, ab in die Fresse, Mann. Okay, nächste Stufe, komm her, Bowser, ich hab keine Angst vor dir. Komm her, lass uns Let's Battle machen. Ich mache jetzt ein Let's Race mit Bowser, wer den anderen zuerst platt hat. Oh nein. Also im Moment sieht's so aus, als wenn ich vorne bin, aber es ist... Oh nein! Jetzt hat er aufgeholt, jetzt hat er aufgeholt. Oh nein, er hat wieder aufgeholt. Oh nein, der will mich auch noch burnen zusätzlich. Ja, also Bowser ist schon wirklich ein... Der ist noch heftiger im Let's Battle als Stefan, ganz ehrlich, Leute. Oh! Voll erwischt, ey. Ja, mies, ne? Oh nein! Want to burn me! Go away! Oh nein. Also, da kommt er wieder mit der Faust. Oh, Bams. Oh nein. So. Und da holt er wieder seine Dinger. Finde ich übrigens geil, dass die Endgegner sich ja immer selbst zerstören, mehr oder weniger, ne? Also ich meine, die geben einem ja immer die perfekte Vorlage. Also die sagen einem ja sozusagen immer, mit was man sie töten kann. Deswegen finde ich eigentlich recht lustig. Tschüss! Nein, was? Ich habe den nicht getroffen, den Arm. Hör mal! Bist du ein verdammter Mistkerl! Ey, und dann... Oh Gott! Dann hast du gesehen, wie der schon wieder gecheatet hat, der Junge. Alter, regt der einen nicht echt auf? Der regt einen noch richtig auf, wie der mal cheatet, oder? Leute, sag mal ehrlich. Der fängt immer an zu cheaten... Alter. Du Mongolen-Präsident, lass mich in Ruhe. Habib. Oh Gott. Naja. Das war's, Leute. Wir werden gedefft. Seid nicht traurig. So, jetzt ab in your face, Mann. Sauber. Ja, da ist er. Gib. Was? Das war's schon. Gib den Star her. Ja. Das war's schon? So übel war der gar nicht. Ich hab mich voll dumm angestellt. Wieso war's das schon? Ich glaub das nicht, Leute. Das war aber nicht epic. Bowser, da hab ich mehr erwartet, ganz ehrlich. Da hab ich gedacht, du haust mir richtig eine rein und dann nur so ein Luschending. Was war da denn los, Leute? Da ist er, der große Stern. Wir haben's geschafft. Wir haben dieses Spiel zumindest oberflächlich durchgespielt. Boah, geiles Dingen hier. Und da ist er. Nein, the Bowser, what? What the fuck? Ey, nein, warum? Ey, ich hätte mir denken können, das wäre auch zu einfach gewesen. Weißt du was, Mario? Die Zeit des Aufatmens ist gekommen. Das Ende ist nah. Dein Ende. Alles klar. Oh nein! Bam! Sweetie fuck! Nein! Ich verkack's auch noch! Scheiße, Leute! Ich hab's verkackt! Wie kann man nur so doof sein? Nein! Wie kann man nur so behindert sein? Wie kann man nur so behindert sein? Wie kann man den in dem Stadium verkacken? Das war doch echt nicht mehr schwer. Oh nein! Hier muss es doch irgendwo noch einen Maxi-Pilz geben. Ohne schaffe ich das nicht, Mann. Ey, habt mal Respekt, habt mal Mitleid mit mir. Wo ist der? Es gibt keinen Pilz mehr. Ja, ist ja richtig geil, Leute. Die haben ja so gar kein Mitleid mit mir oder so, ne? Naja, gut. Wollen wir es versuchen? Ah, doch, da ist so einer. Geht doch. Sauber. Haha. Dankeschön. Und ab geht's. Also nochmal den ganzen scheiß Bowser-Kampf. Ob wir es diesmal schaffen werden, ich weiß es nicht. So, ja, wir können ja Gelaber sparen, blöder Mann. Ja, hau einmal drauf. Deine Attacken kenne ich mittlerweile, die sind voll langweilig. Du hast voll die lamen Attacken. Ja, komm.
Echt, ey, wie kann man so doof sein, wenn der so nah ist, dann noch verkacken, ey, ich weiß es nicht. Frag mich nicht, wie man so behindert. Oh ja. Ich glaube, 4 Treffer braucht er, ne? Zack! One Hit! Ja, da muss er erstmal in der Birne gucken, ne? Das hat wehgetan, ne? Ja! Ja, gut so! Das hat ordentlich Kopfschmerzen gemacht, ne? Ja, glaube ich aber auch. Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Goodness! I hate you, Bowser! Verdammt! Wieder daneben! Ich kann das nicht! Warum kann ich das nicht, Leute? Also komm jetzt! Auf geht's! Da macht er wieder seine Dinger hier. Haha! Oh, zack! Voll in your face rein! Ja, jetzt formuliert er sich wieder, senkt sich. Super Saiyajin! Und so, jetzt ist er Super Saiyajin. Jetzt meint er, er kann uns auf die Fresse hauen. Ja, kann er auch. Scheiße. Ich renne doch noch rein, ey. Oh, bin ich behindert. So. Oh nein! He want to burn us! Verdammt. Ich weiß, es heißt he wants. He, she, it, das S muss nicht mit. Ich weiß. Und zack! Jetzt hat er noch einen in die Magengrube bekommen. Und jetzt nur noch ein Treffer und dann sind wir wieder da, wo wir eben waren. Oh mein Gott. Ja, stellt euch doch nicht so an. Es ist doch nur ein Spiel. Ha! Na? Was sagst du denn jetzt? Das war doch easy, Leute. So. Die Sequenz kennen wir ja schon. Und zack, auch die kennen wir schon. Und jetzt bist du gefuckt. Oder auch nicht. Ha! Na? What says the now? Blöd, Mann. Und zack, in your face, Ryan. Uh-oh. Oh, that... What? Bam! Der zieht mir direkt 2 ab, ey. Wie hart ist das denn? Nein. Zack! Ja, das muss es jetzt gewesen sein. Tschüss! Geh nach Aldi einkaufen, ey. Arrgh. Meine Macht verschwunden. Mein Imperium. Zerstört. Alter, wie gelitten haben die denn? Mein Schokokuchen. Niemals gebacken. Wie kann man denn in so einer Situation da hinschreiben, mein Schokokuchen niemals gebacken? Was ist das denn? Haben die einen Schaden, ey. Mein Schokokuchen niemals gebacken, ey. Ja, von wegen, alles klar, ey. Ihr meint es auch niemals gebacken hier. Ich zeige dir das gleich mal. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Das muss es dann nun wirklich endgültig gewesen sein. Wenn sie da jetzt noch irgendwo, weiß ich was, so ein Grashalm aus der Erde sprießen lassen, ey, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Da kommt der fette Star with the Princess Peach, man. Hallo Peach, what's up? Ja, gehst du uns mal wieder besuchen? Hast du mal wieder Lust, den Mario zu besuchen? Finde ich aber nett von dir. Das ist aber nett von dir, ja. Da finde ich toll. Und wie filigran sie da runter geschwebt kommt. Ja, erstmal eine Runde beten, alles klar. Oh ja, da kriegt der Mario Gold in den Augen. Ja. Princess oder Stern, Leute? Wisst ihr, die Princess kann doch eh nichts. Wir nehmen den Stern mit. Oh nee, wie krank. Aber Hauptsache, sie freut sich mit uns. Ja. Das hat nämlich jeder missverstanden. Mario hat nicht so gemacht, weil die Princess da ist. Nein, weil er den großen Stern endlich einsacken kann. Die Princess ist scheißegal. Hauptsache den fetten Stern mitnehmen. Und Luba, hast du was zu sagen? Oh nein, Mario, schnell hinterherrennen, der Stern ist weg. Oh, schau mal. Oh, was ist das? Oh nein. Hilfe. Ey,
das ist doch aus Super Mario Galaxy 1. Was ist das denn? Oh. Oh ja. Das. Oh. Google-Übersetzer. Oh nein. Er sagt jetzt, juhu, da ist die Rosalina. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ich habe immer gewusst, dass wir uns wiedersehen würden. Wie wiedersehen würden. Oh, da ist die Rosalina. Hallo Rosalina. Wie geht es dir? Mama! Ja! Ist ja richtig logisch mal wieder. Also die Rosalina, die hat jetzt einen Luma als Kind. Fragt mich nicht, wie das biologisch gehen soll. Ich bin Rosalina. Meine Aufgabe ist es, über den Kosmos zu wachen und ihn zu beschützen. Ich habe lange auf euch gewartet. Also halten wir fest, ihre Aufgabe ist es, den Kosmos zu beschützen. Ich frage mich nun, wie ist es dann möglich, dass wir 80 Sterne lang durch die Scheiße rennen müssen, um Bowser zu besiegen, obwohl es ihre Aufgabe ist, den Kosmos zu beschützen. Da ist wieder was schiefgelaufen bei der Aufgabenverteilung. Dieser riesige Unhold hat sich unserer Powersterne bemächtigt. Und er hat mich auf gemeinste Art von meinem kostbaren Baby Luma getrennt. Ich war mir jedoch sicher, dass es ihm gut ergehen würde, weil ich dir vertraut habe. Das ist nett von dir. Losgelöst von Raum und Zeit, von einer geheimen Macht angetrieben, bist du mutiger Raumfahrer durch die Weiten des Universums gereist. Ich wusste, dass die Kraft in dass du die Kraft in dir trägst. Du warst fest entschlossen, deine Prinzessin aus den Fängen des Unholds zu befreien. Es war diese Kraft deiner Entschlossenheit, die dich hierher geführt hat. Oh. Dass wir hier wohlbehalten aufeinandertreffen, ist ein wahres Wunder. Lass uns der Kraft der Sterne dafür danken. Mario. Thank you. Danke, dass du meinen Baby Luma nach Hause geleitet. Geleitet hast. Ja, der hat voll gelitten, der Baby Luma. Ich werde dich niemals vergessen. Auch wenn ich eines Tages ein Stern sein werde, werde ich dich niemals vergessen, Mario. Niemals, das werde ich nicht vergessen. Ja, sag dann noch fünfmal. Jetzt gib die Mütze her, das ist unsere. Ja. Ja, Mütze. Und die Peach lacht sich einen ab, ey. Der Sack hat die Mütze mitgenommen. Wetten, gleich hat Mario wieder eine, wer weiß woher. Mögen die Sterne auf dich leuchten. Alles klar. Oh nein. Und zack, weg ist sie. Und wir hängen jetzt hier wieder mit dem verkorksten Raumschiff, hat nicht funktioniert rum, ne? Wie rührend. Der besondere Luma hat zurück zu der ihm kostbaren Person gefunden. Ja, wo ist unsere Mütze? Hey Luma, was los, Rainer? Hä? Aber auch du, mein Freund, ist es nicht so. Was bist, mein Freund? Was hat er gesagt? Hab ihn nie verstanden. Alles klar, ihr zwei. Es ist höchste Zeit, zu eurem Heimatplaneten zurückzukehren. Alles klar. Auf geht's! Der Luma bringt uns nach Hause. Der fährt uns nach Hause und zwar kostenlos. Was für ein geiles Taxi, Mann. Was für ein geiles Taxi. Kann man echt nicht anders sagen. Luma-Taxen sind immer noch die besten Taxen. Oh nein, da hinten gehen komische Leute in ein Haus rein. Mysteriös, was wollen die da? Oh oh Leute, das ist nicht gut. Da sind keine Einbrecher. Und da geht ein Mann mit Krawatte, der geht bestimmt zur Arbeit. Naja. Super Mario Galaxy 2, wir haben dieses Spiel also oberflächlich durchgespielt. So scheint es zumindest. Ja, wie werde ich weiterverfahren? Ich muss euch sagen, dass ich es ganz ehrlich noch nicht weiß. Ich weiß noch nicht, ob man das gesamte Spiel von mir gespielt werden... Oh, Shigeru Miyamoto, ein sehr guter Mann. Ich weiß es noch nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es noch nicht. Und ich weiß es noch nicht. Dann haben wir es auch so oft gesagt, wie der Luba gesagt hat. Ich werde dich nie vergessen. Was ich jetzt erstmal weitermachen werde, ich werde es noch weiterspielen, das Spiel. Wir werden jetzt erstmal Kometenmünzen sammeln.
relativ langweilig eigentlich. Aber vielleicht erleben wir auch da spannende Abenteuer. Man weiß es ja nie. Oh Gott.